Hafenspitze in Hameln wird wieder von vielen, vielen Menschen besiedelt, genauso wie die Weser, denn es ist wieder Drachenbootzeit und viele Boote werden in Wettrennen um die Krone kämpfen, schnellstes Boot zu sein. Bereits zum 11. Mal wird die Fun-Regatta ausgetragen. Organisiert wird sie vom Kanu-Club Hameln und der erste Vorsitzende, Marius Lubinski, ist natürlich auch vor Ort. Schönen guten Tag. Hallo. Seit 8.30 Uhr wird ja schon gepaddelt. Wie ist denn die Stimmung so bisher? Die Stimmung ist sehr gut. Der Regen hat den Paddlern überhaupt gar nicht geschadet. Die sind mit Freude dabei wie jedes Jahr und im Moment kommt sogar ein wenig die Sonne durch. Das klingt doch schon mal positiv. Wie viele Teams sind denn genau am Start? Es sind dieses Jahr 66 Teams am Start. Zwei Teams haben leider noch ganz kurzfristig abgesagt. Aber trotzdem ist das ein Teilnahmerekord zu den 64 Teams vom letzten Jahr. Und die ersten 17 Rennen sind jetzt gerade durch. Die Vorläufe sind durch und im Moment liegt das Boot von den Volvo-Doppelstampfern vorne. Genau, das wollte ich gerade fragen. Gibt es denn da jetzt schon die ersten Ergebnisse? Wer liegt denn sonst noch so mit vorne? Genau, als auf dem zweiten Platz ist das Team der Sparkasse Weser-Bergland und auf dem dritten Platz im Moment das Team vom Live Sports, die letztes Jahr gewonnen haben. Wie sieht es denn aus? Ja? Alles dicht beieinander, die drei Boote. Wie sieht es denn aus mit dem Zeitplan? Kann man denn schon sagen, ob alles klappt wie geplant? Wir haben im Moment 10 Minuten Zeitverzug und lassen jetzt die kleine Pause, die wir für jetzt eingeplant haben, ausfallen. Und wir fangen jetzt mit den Hoffnungsläufen an und sind somit wieder voll im Zeitplan drin. Und am Abend, da gibt es ja auch wieder eine Party. Was genau wird denn da geboten? Auf der Party wird geboten erstmal vorab die große Siegerehrung mit den ganzen Teams. Jedes Team kriegt von uns ja einen Pokal, dass die auch wirklich stolz sein können auf das, was sie heute geleistet haben. Und danach legt ein DJ auf und ich denke mal, wir werden wieder viel, viel Spaß haben. Ja, dann erstmal vielen Dank, Marius Lubinski, live vom Drachenbootrennen in Hameln. Viel Spaß noch.